Hollerö und herzlich willkommen zurück zu Honeypop. Beim letzten Mal haben wir uns an eine Physiklehrerin rangeschmissen. Ich finde das ziemlich cool, also Physik, nicht die Lehrerin. Naja gut, vielleicht auch ein bisschen, ist egal. Und wir gehen jetzt weiter zu ihr an den Strand. Weil... Be a good boy out there. Yes. Ich bin immer ein guter Junge. Turtle Bay Beach. Are you serious? Oh, come on. Just try it on. It's going to look so cute. Try what on? Die hat ein There's nothing here. Ziemlich fucked up face. Irgendwie sieht sie doof saw aus. It and I immediately thought of you. You're going to love it. I promise. Oh my. All right. Just make sure nobody else is around. Yeah, ja. Sure. The coast is clear. Ist keiner da? Ich guck euch nicht zu. Are you talking about? You look cute. Cute? Oh, naja. Stop. There's nothing wrong with a little skin. You can't keep all that boob to yourself, hun. It's not fair to the rest of the world. Was? The world will be just fine without my boobs. Yeah, but I won't. Besides, it wasn't cheap. So, das bisschen Stoff war teuer. Come on, let's go. I am not going anywhere in this. I'm changing back. Ugh, you are impossible. Enjoying the view? Nö. Quick, now's your chance. Before she goes to change, just say something, anything. Na toll. Damn girl, is it hot here or is it just you? Excuse me, but if I don't stop you now, I'm going to regret it forever. Oder, hey, wait up. Geh ich mal in die Vollen? Ja, komm, ich geh einmal. Ausnahmsweise gehe ich in die Vollen. The young girl! Oh, jeez. Hi, sorry. I'm so embarrassed right now. My ich friend weiß. Made me put this stupid thing on. Sorry. One second. Let me go change. Nein, du, oh, what? The bikini? I hadn't even noticed. Okay, what's the rush? I was kinda hoping you would leave it on, oder your friend has good taste. That bikini was destined for you. Das ist, glaube ich, alles egal. Really? No. You think so? I don't know. It's a little revealing. Ja. Don't you think? I don't want people to think I'm like that, you know? Wie eine Bitch. So you're not like that, never mind then. Like what, adorable, too late? Hey, if you've got flaunted, flaunt? Wo ist mein Langenscheid? Like what, adorable, too late? Shut up. You know what I mean. Nein. Well, I bin guess doof. It's not that bad. I mean, if you're really saying you like it. Oh, and hi. Hi. The person inside of the bikini you're talking to. Her name is Belly. Belly. Wie der Bauch, ja? Na gut, du kriegst einen Flowerpot. Du kriegst Acorns. Also, ja, warum auch nicht. Und Corn Dog. Friss. Oh God. I'm so weak. But it's so good. Die sind auch lecker. Hier, nimm das. Warum auch immer. Really, I mean it. Things like this. Cool, das freut mich. Magst du auch Blumentöpfe? You're too much. I'll have to remember to get you something nice. Kein Problem. Lass mich mal kurz in meine Trades gucken. Ich kann nämlich ein bisschen... Ich habe hier wieder so viel Honey. Da kann ich ein bisschen was machen. Ich kann zum Beispiel Romance maxen oder ein bisschen Sexuality machen. Okay, ich mach mal Sex hier. Ich mach mal Sex. So. Und das war's schon wieder. Ich kann noch eins von denen machen. Sensitivity. Ja, komm, ich habe gemerkt, dass ich doch gerne mal in die Broken Heart Viecher reinspringe. So, hi. I've been wondering about something lately. Ja. Are you happy with your body? What's not to be happy with? God, no, I tried to avoid going in rooms with mirrors. And I could stand. Entschuldigung, oh, ich muss mal kurz aufstoßen. I could stand to lose a few pounds. Ja, komm, wir sind mal... Ja,
Also ein paar Pfund so. No, oh. I don't think that's true. Ist auch nicht wahr. Ich bin zufrieden mit mir. What can I do for you? Komm, dann fragen wir als erstes direkt nach ihren Boobs. Wenn ich raten müsste, ich. Mein Auge sagt D. My cup size? Oh, wow. D. That's so embarrassing. Ich hab ein Auge dafür. Ich lerne durch dieses Spiel. Ich glaube, ich probiere das gleich aus. Ich gehe raus in die Natur, spreche Frauen an und sag, hey. D. Zeige dann auch die Boobs. Was arbeitest du? I'm a yoga instructor at the fitness center. I've been practicing for years. Cool. Kennst du zufällig? Scheiße, wie heißt sie noch gleich? Kiana? What can I do for you? Oh fuck, ich wollte dich eigentlich noch daten. Wie ist dein Nachname? I was wondering about that. My last name is Lapran. Lapran? Lapran? Okay, für den Nachnamen kriegst du nochmal Tomaten. Hier, Lapran. Sure, I could go for a quick snack. Und lass mal daten gehen. Alright. This will be a good chance to get to know each other better. Ja. Siehst du dich jetzt um? Ja, ne? Belly, Lapran. Oh, du hast dich wohl gewöhnt an deinen Bikini. What did I tell you about this bikini? Gar nichts. Lass uns puzzeln. Du bist übrigens der Romance-Typ. Okay. Der Klassiker. Hier ein Fünfer. Dann. Da, 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 da. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte eigentlich die zusammenschieben. Da. Und da oben, das sieht doch schon mal gut aus. Frage. Ach komm, ich riskier's. Ich habe Angst, dass hier von oben so ein shit broken heart Geficke runterkommt. Ich habe gerade die Chance auf meinen Vierer da zerstört. Das war sehr gut. Auf meinen Fünfer sogar. Denk doch mal mit. Junge! Sentiment machen. Da auch. So, dann haben wir 12 Sentiment. Dann sorgen wir für extra Moves für jeden Vierer, den wir... Ach, jetzt lovely. Ich habe gerade verstanden, jetzt ugly. Hallo? Ich schenke dir Sachen und sie sagt, es it's ugly. Ja, dann machen wir die ganzen Broken Hearts erstmal weg. So. Und was machen wir jetzt? Yes, das war auch gut. Oh, wenn da oben jetzt noch ein Broken Heart Token ist, genau hier, habe ich ein Problem. Da war keins, okay. Eigentlich ist es geschafft. So. Das war ein ziemlich kurzes Date. Es hat einfach sehr gut funktioniert. Wonderful. Let's do this again soon, okay? Okay. Ja, mich würde voll interessieren, was eigentlich deine Lieblingsfarbe ist. Purple. It's the color of my favorite flower, the lilac. Na toll, das kann ich mir doch nie im Leben merken. Du hast Purple. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Sonst beende ich die Folge nämlich wieder. Und das ist eine unglaublich kurze Folge, weil die sich unglaublich gut daten ließ. Tja. Dann ist das halt so, ne? In der nächsten Folge gehen wir dann weiter zu dieser lustigen
Dame, die... Ich weiß nicht, irgendwie finde ich die nicht hübsch. Aber gut, Äußerlichkeiten, das ist eine andere Geschichte. Ja, dann würde ich sagen, wie immer, danke ich euch fürs Zusehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Honeypop wieder. Also bis dahin, macht es gut. Tschüss, Leroux.